Recht herzlich willkommen zur 103. Folge von Grand Age Medieval. Unser Händler ist hier gerade angekommen. Wir gehen rein und schauen, was wir hier machen können. Da geht was zu verkaufen. 100.050. Rot ist nicht so günstig. Das ist auch nicht so. Das geht auch nicht so. Hier hätten wir was haben können. Da kann man noch zukaufen. Machen wir gleich. Hier haben wir was mit. Da können wir was loswerden. Gleicher Preis, lohnt nicht. Hier geht was, aber auch nicht so viel. Fast gleicher Preis. Hier der Wein, der geht weg, aber auch nicht so viel. 14 Stück nur. Ja, der Fisch ist, die Früchte sind günstig. Da können wir was zukaufen. Und Tonwaren auch, aber die gehen sofort hoch, also können wir das auch lassen. Wolle geht. Ja, nehmen wir die 9 mit, ne? Und der Rest lohnt nicht, ne? Ja. Dann war das jetzt nicht so der dolle Trip hier. Achso, wir sind ja noch nicht hier unten. Hier ist auch der gute Preis eigentlich, glaube, ne? Dachte jetzt, das wäre da oben gewesen, aber ist gar nicht. So, lass mal gerade checken. Der kann noch... Ach, die sind noch am Bauen. Okay. Na, dann weiß ich es auch nicht. Oder check das nochmal gerade ab. Ach, den fehlen Rohstoffe hier. Metallwaren und Ziegel. Alles klar. Dann nehmen wir den wieder, den Krasimir. Und hier geht was. Da nicht. Da nicht. Da geht was. Alles sogar. Hier können wir zukaufen. Da geht was zu verkaufen. Das können wir gleich noch zukaufen, wenn. Hier geht was zum Verkaufen. Das ist auch ein guter Preis. Passt. Der Wein geht auch noch weg. Aber nicht ganz alles. Aber reichlich. So, dann zukaufen. War hier irgendwo, ne? Aber der geht sofort hoch. Also machen wir das nicht. Hier können wir noch was zukaufen. Passt. Und der Rest ist es nicht. Komm, dann nehmen wir noch ein bisschen Holz mit. Und dann geht die Reise weiter. So, 1100... Wenn wir 1,2 haben, dann will ich Soldaten ausbilden und dann werden wir gucken, dass wir Odessa nochmal klar machen, ne? So, 1 Million müssen wir dann, wenn wir 200.000 haben, hören wir wieder auf, weil dann müssen wir erst wieder wirtschaften, ne? Läuft. So. Hier können wir zukaufen, aber Wagen ist voll, alles klar. Also erstmal was loswerden. Felle. Geht sofort runter. 3. Hier geht was. Tuch. Ton geht auch. Alles weg. Wolle geht auch. Da geht auch noch was. Metalle. Kohle würde gehen rein theoretisch, machen wir aber nicht, weil ich glaube nicht, dass sich das lohnt. Da geht was. Und hier hat sich mal mit dem Holz das richtig gelohnt, wa? Wunderbar, da haben wir auch schon unsere 1,2 zusammen. Hier können wir zukaufen, aber nicht ganz viel. Brot geht was. Hier geht was. Da sind wir losgeworden. Hier geht auch noch Salz. Und der Honig ist teuer. Hier, das geht auch noch. Dann ist das teuer. Ja, dann war es das erst.
Und wir haben nicht ganz das, was wir wollten. Aber ja, doch, es ist schon bei 1,2. Da müssen wir gucken, wo unsere Kasernen sind. Sofia, hier ist eine Kaserne. Und Kavallerie haben wir hier. Pferdebogner, Bildenmeister, Landwehr, Schwertkämpfer. Ja, der ist ja relativ nah. Da gibt es dann 5 von denen. Gut, dann gehen wir weiter unten in Thessaloniki. Oder wo war das? Nee, Thessaloniki war das nicht. Hier, wo, falsch sind wir hier unterwegs schon. Da, Izmir war das. Oder Bursa. Izmir war das, glaube ich. Da gibt es eine Kaserne, genau. Da kommen die Pferdebogner her. Oder Kavallerie. Ne, ich glaube, die Kavallerie ist doch noch besser, ne? Die auch nochmal. Genau, passt. Hatten wir noch einen dritten Standort, wo wir ausgebildet haben? Ich weiß es nicht mehr. Hier gibt es auf jeden Fall eine Kaserne. Da sind auch Schwertkämpfer. Spießgesellen gibt es hier. Und was können die? Kampfreichweite 1. Trefferpunkte. Kampfstärke. Machen wir das doch mal, oder? Ah, guck mal, hier gibt es noch Ausbau. Ach so, Reitschule und Übungsplatz, ist das okay? Aber. Lass das mal ausbauen hier. Zack, beides. Kann nicht verkehrt sein, oder? So, hier war nix, denke ich mal, ne? Nein. Und da auch nicht. Wenn dann noch hier oben war noch eine Dingens. Da. Spießgesellen hört sich natürlich gut an, ne? Aber die, was steht da? Also, wenn wir jetzt dann, na, dann lassen wir das weg hier, dann ist das erstmal gut so. Deswegen haben wir ja die Millionen eigentlich, ne? Damit wir richtig Kohle machen. War hier nicht zuerst ausgewählt und da ist noch keiner fertig. Jetzt mir läuft auch noch nicht. Noch keine Einheiten da. Gut, dann dauert das noch was. Dann packen wir ihn hier wieder an. Aber das ist er nicht. Das ist Kasimir. Und wir haben schon eingekauft gehabt, glaube ich, ne? Oder? Ja. Das heißt, wir schicken den mal weiter. Zwei Kampfeinheiten haben wir schon fertig, aber das müssen ja 15 werden oder so, ne? Haben wir also noch was zu tun. So, da werden wir was los, aber. Ja, haben wir gerade verkauft, ne? Passt schon. Da geht auch was. Das ist gleich teuer. Das lohnt nicht wirklich. Das geht weg. Gleicher Preis. Da geht was. 22 davon weg. Hier bei der Wolle geht auch, aber nicht so viel. Gleicher Preis. Da geht was. Und der Wein ist auch begehrt. Aber die haben ja wohl noch ein paar Vorräte. Gut, dann kaufen wir noch davon zu, aber zwei nur. Dann, nee, das machen wir nicht, das bringt's nicht. So, der Rest lohnt sich alle nicht groß. Da noch. Und die 250 gehen auch noch, aber die steigen auch relativ zügig an. Gut, dann haben wir das. Dann geht's nach Mischna, keine Ahnung. Haben wir da schon mal? Ich glaube nicht, ne? Aber da kommen wir auch noch vorbei gleich. Ah doch, da waren wir bestimmt nochmal Rundreise, ne?
So, Brot geht. Bier geht auch. 161, ja, das fällt. Hey, warte mal. Jetzt habe ich das Falsche geguckt. 168 ist der Preis. Machen wir ein paar weg. Hier können wir gleich zukaufen. Hier geht was, aber nicht so viel. Da geht auch nicht viel. Das fällt auch sofort runter. Da geht auch nicht viel. Gar nichts. Kohle geht ein bisschen mehr. Und der Wein ist auch wieder da. Passt. Obst können wir kaufen. Ja, das war's, ne, oder? Der Rest lohnt nicht. Gehen wir weiter. Zwei Einheiten erst fertig, drei Einheiten. Ach so, weil wir jetzt gerade gepausiert sind, ne? Da eine Stadt gewesen sind. So, die ersten fünf sind fertig. Gut. Hier können wir zukaufen. 30 davon. Das Brot lohnt nicht, das auch nicht. Das wird auch nicht sich lohnen. Obst geht noch zuzukaufen. Die sind günstig, ne? Ja, 540 ist günstig. Hier geht noch was zuzukaufen. Da auch noch. Das ist, glaube ich, auch billig. (lacht) 63. Nö, das ist alles. Das steigt auch schon gleich. Das Holz ist wiederum günstig, ne? Haben wir den Wagen damit voll und fertig. Und dann gehen wir weiter hier hin. So, dann schauen wir da noch rein. Wunderbar. Und das lohnt nicht. Haben wir nicht. Lohnt nicht. Geht sofort runter, ne? Aber Zähne verkaufen wir. Das hat sich gelohnt. Da geht auch was. Das fällt sofort runter. Mal bis 50. Da 180. Passt. Wolle geht sofort runter. Lassen wir so. Hier können wir gleich noch zukaufen. Das lohnt nicht. Der Wein ist günstig. War ein Wagen voll? Oh, wir haben schon einen Wagen voll dann. Okay, dann war das ja hier kein Deal sozusagen. Und dann machen wir mal was weg. Kaufen das da mehr ein. Ist die Gewinnmarge besser. Jo. Geht wohl mehr da noch, ne? Ey, da können wir so viel kaufen. Da kriegen wir alles mit. Wow, hätte ich nicht gedacht. Gut, dann haben wir den Wagen wieder voll. Dann gehen wir weiter hier Richtung hin. Aber da machen wir wieder eine Pause. Und werden nächste Folge schauen, dass wir da ein paar mehr kriegen und ja, dann vielleicht den Angriff auch schon in der nächsten Runde machen können. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.